Achtung, Achtung, jetzt, ja, und oh, bam! Also nein, stopp, so können wir das hier nicht stehen lassen. Moment, da muss ich kurz nachhelfen. Und ja, so ist besser. Hallo und herzlich willkommen zum Simulationsspecial bei mir, The One Hand Gamer, letzter Teil. Und zwar nämlich der Euro Truck Simulator 2. Wir sind aktuell in Han, nee, nicht in Hannover, wir sind in Frankfurt. Wir sind in Frankfurt und müssen jetzt uns eine Route suchen. Ich habe gerade eben schon mal nachgeguckt. Es gibt eine Route. Es gibt eine Route nach, haltet euch fest, Stuttgart. Sehr geil. So, dann starten wir mal direkt. Nicht lang starken Kopf im Nacken. Schnellauftrag. Jawohl, Doppelklick drauf. So, das hier ist unser Truck. Mein Truck. Mercedes. Ja, ich zeige ihn mal ganz kurz von außen. Ja, hier so schön mit der Deutschlandflagge drauf. Vorne steht Nico. Das bin ich. So, und dann würde ich mal vorschlagen, starten wir auch gleich mal. Müssen in den Vorwärtsgang schalten. Und machen vorher aber noch Licht an, ne? So, genau. Achso, wir müssen die Handbremse lösen. So. Jetzt können wir losfahren. Und ja, nach dem holprigen Flug von Hannover nach Frankfurt, jetzt komme ich schon durch die Tüte, sehen wir das Ganze hier ein bisschen entspannter. Und zwar nämlich bleiben wir partout in der Sicht. Ich muss so blinken. So. In der Sicht des Fahrzeugführers. Also sprich, wir bleiben in dieser Perspektive. Auch wenn es um Rangieren geht. Hallo, ich habe Vorfahrt. Und ja. Schauen wir dann einfach mal. So, wir müssen auch irgendwie jetzt gerade hier raus aus diesem Gebiet in ein anderes. Oh Gott. Okay, da kommt was von links. Da kommt was immer noch was von links. Mal Schritt vorfahren. Oh, Vorsicht. Kommt das was von rechts? Also wir müssen hier auf jeden Fall mal kurz raus und dann in so eine. Ja, werden wir dann ja gleich sehen. Oh, da darf ich vorfahren? Darf ich? Nein, darf ich nicht. Okay, gut. Aber jetzt. Schnell, 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 da kommt einer. Jo, läuft. Ja. So, wir müssen da. Ich glaube, was ist das? Ein Bergwerk oder so? Ich glaube ja. Wir gleich mal. Und dann halt auf den Weg nach Stuttgart. Finde ich super, dass es gerade jetzt eine Route dahin gibt. Ich hatte nämlich schon Panik, so, oh oh. Nicht, dass wir noch ohne Fracht dahin fahren müssen oder so. Das wäre ja gar nicht gut. Aber immerhin scheint das dann schon mal zu laufen. Na, also, so als Entschuldigung für die Flight Simulator-Sache, die ja echt voll für den Arsch war. Ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt kurz die Aufnahmen angeguckt. Ich habe da so ein bisschen, bin da durchgeswitcht. Ah ne, wir müssen da jetzt Bergwerk. Wir müssen hier zu. Genau, hier müssen wir hin. Das ist gar kein Bergwerk, ich Idiot. So, oh. Okay. Das. Und jetzt. Genau richtig. Sägespänen, 14 Tonnen von Frankfurt nach Stuttgart. Muckvieh. So. Dann tun wir mal kurz gucken, wo das ist. Das ist hier rechts rum, glaube ich. Mal kurz gucken. Da hinten steht er. Gut. Dann fahren wir mal ran. So. Und wie gesagt, wir bleiben jetzt in dieser Perspektive. Und ich versuche jetzt mal, da so ranzukommen. Viele schalten dann nämlich um in die Außenperspektive, weil das viel leichter ist. Aber ich tendiere dann eher zu sowas hier. So, up, stopp. So, und aufbocken. Sehr gut. So, pass auf. Jetzt möchte ich euch nochmal ganz kurz was zeigen. Und zwar gibt es nämlich eine super geile App für diesen Euro Truck Simulator. Und zwar sieht er nämlich. Hoppala. Das ist mir aus der Hand gefallen. Und zwar sieht das ungefähr so aus. Jetzt habe ich es da. So. Das hier ist.
Könnt ihr es sehen? So, jetzt könnt ihr es besser sehen. Genau so. Das ist die App für mein Tablet zu dem Euro Truck Simulator. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Gas gebe, also könnt ihr es vielleicht ein bisschen erkennen. Ja, pass auf, ich gehe mal kurz in den Leerlauf. Gebe jetzt mal Gas. Da seht ihr das? Der dreht sein Messer, der geht gerade hoch. Und ich sehe das ja parallel auch zu dem Gameplay-Video. Ja, und das ist halt die App, die ich ab und zu mal dazu benutze. Das ist eine schöne Übersicht. Da sehe ich jetzt zum Beispiel, okay, bin ich noch auf Sendung? Ich habe hier gerade eine Fehlermeldung gekriegt. Bin ich noch auf Sendung? Ich glaube ja, ich bin noch da. Gut, jedenfalls sehe ich hier jetzt auch von Frankfurt am Main nach Stuttgart, auch wo genau ich hin muss und was ich eben halt hier transportiere. Das ist Sägespäne mit 14,26 Tonnen. Und Deadline ist in 8 Stunden und 29 Minuten. Ich kriege für diesen Auftrag 6.579 Euro. Jetzt habe ich es weggemacht zum Scheiß. So, wieder an. Und wieder weg. Und wieder an. Und wieder weg. So, jetzt aber. Perfekt. Okay, dann starten wir mal. Muss natürlich wieder mal in den Gang schalten. So, jetzt. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Gut, die Fracht, also die Sägespänen haben jetzt dadurch keinen Schaden erlitten, Gott sei Dank. Aber mein Truck hat Schaden erlitten. Auf den habe ich jetzt gar nicht mehr geachtet. Hehe, scheiße. Ich glaube, das war jetzt auch nicht ganz richtig, was ich hier tue. Oder es ist nicht ganz richtig, was ich tue. Nee, das sieht ziemlich eng aus. So. Okay, jetzt nochmal drehen. Ich hätte einfach nur rückwärts fahren müssen. Einfach nur stumpf rückwärts fahren und dann hätte es auch gepasst. So, aber das passt jetzt. Jo, das passt. Gut, so. Problem gelöst. Boah. Dann wollen wir mal jetzt nach Stuttgart fahren. So, hier ist der Ausgang. Den habe ich jetzt immerhin abrupt gefunden. Ganz fix. So, Achtung. Kommt da jetzt was oder kommt da nichts? Ich sehe nichts. Nein, kommt nichts. Gut. Wir geben Gas. So, es gibt hier auch die... Achso, übrigens, zurück zu der App. Falls jemand von euch auch den Euro Truck Simulator hat und diese App gerne nutzen möchte, man kann sie auch für den PC benutzen. Ja, also da öffnet sich dann halt der Internet Explorer oder der jeweilige Explorer, den man eben halt als Standard Explorer genommen hat. Und dann kann man das auch über den zweiten oder dritten Monitor, was ihr noch immer habt, könnt ihr es eben halt nebenbei laufen lassen. Die Anleitungen, wie, was, wo man das installieren muss und wie man da rankommt, verlinke ich euch mal in die Beschreibung. Und zwar kommt ihr da direkt zu Mega The Gaming. Und der hat das nämlich, der hat daraus ein kleines Tutorial quasi gemacht. Und von dem habe ich das auch. Übrigens auch einen lieben Gruß an dieser Stelle. Schaut einfach mal bei dem vorbei. Ich verlinke euch das Video unter dieses Video, also in der Beschreibung. Könnt ihr mal draufklicken und dann euch das mal angucken. Ja, gut. So. Blinken. Achso, wir haben grün. Nein, jetzt hatten wir rot. Aber ich war schon drüber. Naja, das ist auch schon wieder verkorkst hier. Ich schwör's euch, ich kann's besser. Ohne Witz, ich kann's viel besser. Ich bin halt nur aufgeregt, weil ihr jetzt dabei seid. Ihr seid schuld. Nein, war ein Scherz. Bloß nicht ausschalten. Hilfe. Na gut, so, wir sind jetzt aus Frankfurt am Main raus. Wir dürfen jetzt 80 Stundenkilometer fahren. Man sieht es auf dem kleinen Navigationsgerät. Und, ja. Wir müssen jetzt hier rechts hoch. So wie auch schon in den letzten Videos,
ist hier auch ein bisschen Hintergrundmusik am Start. Natürlich passend zum Thema. Also sprich, passend zum Eurotruck-Simulator. Nee, wir müssen gar nicht abbiegen. Wir müssen auch schon wieder gleich hier runterfahren. Oha. Okay, so. 80. Es gibt ja hier auch einen Tempomat, den ich sehr gerne nutze. Aber für heute mal nicht. So, wir müssen... Ah, wir sind ja einmal links, 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 links. Kommt da wer? Nein, kommt... Doch, da kommt jemand. Der Verkehr hier übrigens, ne, der lässt auch so teilweise zu wünschen übrig. Das ist schon nicht mehr ganz normal. Oh, abbremsen, abbremsen, abbremsen und Gas geben. Ja, also so von wegen Vorfahrt und blablabla, blinken, so, das haben die nicht so ganz, also nicht immer. Und vor allen Dingen, also ich ja auch nicht, wie man es gerade gesehen hat. Aber bei denen ist das ganz schlimm, ich weiß auch nicht, also... vor allen Dingen, ich habe mir gerade so ansatzweise gesehen, ich habe geblinkt. Der Typ, der von hinten kam, hat es gesehen, aber hat nochmal ordentlich auf die Tube gedrückt, weißt du? So von wegen, nein, ich habe Vorfahrt. Nein, ich will dich erst überholen, dann kannst du rüber. Gut, okay, jetzt gibt ja auch noch die Möglichkeit, ein extern, also ein weiteres Fenster aufzumachen. Das ist das hier. Kann ich nämlich sehen, wie weit ich es noch habe. Das, also, ich erkläre das mal von oben nach unten. Warte, warte, warte. Bremsen, zack. So, ich habe jetzt mal den Tempomat eingeschaltet. Fangen wir mal von oben links an. Da habt ihr die Kilometeranzahl, also sprich, wie schnell wir gerade fahren. Rechts daneben der Gang, D12. Dann der kleine LKW ist das Zeichen dafür, hey, wie viel Schaden haben wir, wenn ja, wo? Das wird dann alles rot markiert, geht von unten nach oben. Dann das Symbol daneben, das ist die Tankanzeige, wie viel Tank wir noch drin haben. Dann das Bettchen daneben ist die Anzeige dafür, wann wir am besten schlafen gehen sollten. Das ist ein blauer Balken, der sich von oben nach unten immer mehr füllt. Und wenn es ganz kritisch wird, wird er rot, der Balken. Also wird das Bettchen quasi schon rot. So, und dann daneben ist ein kleines Briefchen. Da kriegen wir dann Nachrichten. Mal gucken, was hier nach links abgeht. So, Spur wechseln. Okay. Dann rechts daneben, Samstag, 22 Uhr, das ist der aktuelle Tag, also im Spiel so. Ne? Und darunter ist mein aktuelles Gehalt, sei schon, mein aktueller Kontostand. Und dann unten ETA, das ist quasi so, wann der. Nee, stopp, nicht wann. Also doch, wann die Ladung ankommen soll. Also spätestens am Sonntag um 0.26 Uhr. Nicht kommen soll, sondern kommen wird. Also laut meiner Geschwindigkeit wird sie dann kommen. Am Sonntag um 0.26 Uhr sind noch aktuell 139 Kilometer bis dahin und wir brauchen circa noch 2 Stunden 13 Minuten. So, jetzt wieder wechseln hier die Spur. So, genau, das ist das. Jetzt gehe ich mal einen weiter. Hier haben wir die... ja, den aktuellen Auftrag, also Art der Fracht, Bestimmungsort, erwartet wann? Samstag, genau, Samstag zwischen 22.36 Uhr und Sonntag 5 Uhr früh. Aufwandsvergütung sind 6.579 Euro, verbleibende Zeit sind 6 Stunden 55. Und blinken hier rüber. Nächste Pause in 9 Stunden, also wir schaffen das in dieser Folge noch dahin. Ja, also jetzt in einem Rutsch kriegen wir alles hin. Upsa. So, und hier haben wir jetzt die Schadensübersicht. Ja, Schaden, Schaden 0. Also das sieht bei meiner App sieht ganz anders aus. Das steht 2%. Sehr witzig. Okay, und jedenfalls die Ladung hat auch 0 Schaden. So, hier bei 8. Achso, 8 ist eben halt dann für kurze Nachrichten, wenn wir welche kriegen sollten. Ja, das ist eigentlich so. Dieses Zusatzfenster ist auch ganz nett, wenn man eben halt hier kein Navi im Truck selber hat. Nutzt man das halt mit. So, und jetzt kann ich so allmählich wieder selber fahren. Ja. Okidoki. Ups, nein, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich das machen.
Genau, das wollte ich machen. Zwischendurch, wenn man, also ist es so, wenn man, wenn man Leute eingestellt hat für in seiner Firma, dann wird dann unten rechts, unten, also da, wo, ich glaube, wo wird das angezeigt? Entweder da, wo jetzt aktuell die Kilometerzahl steht, oder da drunter, ich weiß nicht genau wo. Jeweils wird dann so eingeblendet an der Nachrichtenlaufleiste, wie viel gerade der und der Mitarbeiter eingebracht haben. Das ist immer sehr, ja. Leider kann man hier beim Eurotruck Simulator nicht entscheiden, wo die hinfahren sollen. Finde ich aber wiederum gar nicht mal so schlecht, weil sonst hat man eben halt mehr mit der Organisation der anderen Fahrer zu tun, als man eben halt selber fahren kann. Wäre vielleicht im späteren Verlauf gar nicht so verkehrt. Also sprich, wenn man jetzt wirklich so viele Leute eingestellt hat, dass man eigentlich nur noch selbst im Truck sitzen muss, gar nicht mehr fahren muss und eigentlich so schon die Kohle in die Taschen gedrückt bekommt. Dann macht das meiner Meinung nach schon durchaus Sinn. Aber wen juckt's? Mich juckt's nicht. So. Und dann haben wir es ja auch schon gleich geschafft. Wie viel haben wir noch? 57 Kilometer. Ja, das ist hier nicht Echtzeit. Nicht Echtzeit, so wie beim Train Simulator, Flight Simulator und OMSI 2. Da ist es ja Echtzeit. Hier ist es nicht Echtzeit. Das wäre auch ein bisschen krass, weil von Frankfurt nach Stuttgart, da. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Nein, gut, wäre natürlich auch eine geile Sache, ne? Aber dann wäre der Spieler dann noch wohl zu sehr an dem Eurotruck-Simulator gefesselt. Es sei denn, der Spieler ist arbeitssuchend. Dann wäre das vielleicht drin. Aber dann... Das wäre eigentlich mal eine prima Umsetzung, ne? Wenn... pass auf, ich stelle mir gerade Folgendes vor. Ich muss mal kurz eben blinken. So, weil hier wollen wir nämlich nicht hin. So. Ich stelle mir gerade Folgendes vor. Und zwar, dass es vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit gibt, falls es das noch nicht gibt, aber pass auf, falls es das noch nicht gibt, gibt es hier eine richtig geile Idee von mir, die ich persönlich nicht umsetzen kann, weil ich einfach nicht die Mittel dafür habe, weil ich auch nicht die Kenntnis dafür habe. So, jedenfalls, ein Eurotruck-Simulator in Echtzeit für benutzte, also nein, für registrierte Benutzer, so ist richtig, die virtuell echtes Geld verdienen. Also sprich, pass auf, das muss richtig schön aufgebaut sein mit den ganzen Logistikfirmen und Pipapo, alles schön aufgebaut. Und zwar, dass ihr dann für ein Unternehmen quasi unterschreibt, für die dann arbeitet, virtuell natürlich, dann schafft ihr, das muss irgendwie umsetzbar sein. Ich weiß nicht wie, aber das muss irgendwie vielleicht umsetzbar sein. Vielleicht klappt das ja. So, dass ihr dann jedenfalls für die Firma dann virtuell die Ware von A nach B transportiert, wie gesagt in Echtzeit, also wirklich auch mit richtigen Kilometeranzeigen und so, und da dafür auch Geld bekommt. Und das Geile ist, ihr macht das von zu Hause aus. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, gibt es vielleicht den ein oder anderen Punkt, der diese Idee echt zum Scheitern verurteilt, aber die Umsetzung wäre geil. Das wäre doch mal richtig geil. Ne, für alle Hobby-Trucker so von wegen, hey, ich sitze den ganzen Tag zu Hause und so, aber verdiene noch gutes Geld. Das Ding ist, war auch volles Programm, ne? Also sprich, ihr verdient richtiges Gehalt, müsst aber auch Lohnsteuer und so weiter, Sozialversicherung, blablabla, müsst ihr alles bezahlen. Der einzige positive Effekt ist eben halt nur, ihr sitzt zu Hause. Ihr sitzt zu Hause vor eurem Rechner. Miete müsst ihr, es bleibt alles so wie sonst, aber ihr sitzt zu Hause. Das wäre geil. Natürlich sind da immer noch so kleinere Punkte, wo man dann nochmal drüber schnacken müsste, wo man das nochmal abgleichen müsste und so weiter, ne? Aber so das Grobe, weißt du, das wäre schon echt cool. So, wir sind auf jeden Fall schon da.
Ist das nicht geil? Wir sind schon da. 20 Minuten. Läuft. So, jetzt kommt's nämlich. Pass auf. Okay. Muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Moment. So. Ja, das wird jetzt keine Bilderbuch. Das wird jetzt keine Bilderbuchlandung, sag ich schon. Ja, Bilderbuchlandung. Das hätte ich mal bei Flight Simulator sagen sollen. So. Oh, das sieht. Nein, nein, nein. Das ist zu. Das war jetzt zu schnell. Mach mal vor. So. Stopp. Zurück. Okay. Jetzt. Ah shit, jetzt habe ich nicht. Nein, nein, jetzt habe ich nicht schnell genug gedreht. So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt. Ne? Hier, die, der Rahmen war jetzt, ist jetzt grün markiert, das heißt, das Teil steht jetzt so optimal. Oh, hallo, Mückenstich, cool. Der Anhänger steht jetzt so optimal, dass ich ihn abladen kann. Und das tue ich jetzt auch. So, löse Trailer. Das war's. Auftrag erfüllt, ausgezeichnet, gefahrene Strecke 237, Dauer 3 Stunden 30 Minuten, natürlich jetzt nicht in Echtzeit. Verbrauchter Kraftstoff 76,9 Liter. Jetzt nochmal hier Basisvergütung. Für, jo, läuft alles super. Ich drücke auf Fortfahren. Und damit sind wir von Frankfurt nach Stuttgart gefahren. Und somit quer durch Deutschland. Meine Damen und Herren, das war's mit dem Projekt. Wir sind komplett durch von Hamburg nach Stuttgart. Also jetzt richtig, ja? Mit 4 Simulatoren. Ich habe mein Wunschprojekt, also was ich schon seit längerer Zeit geplant habe, jetzt mal durchgezogen. Mit dem ein oder anderen kleinen Problemchen. Aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch sehr viel Spaß gemacht. Mein Mückenstich juckt jetzt ganz extrem. Und ja, schalt auch mal wieder in den anderen Projekten rein, wenn ihr möchtet. Und was hier die App hier betrifft, die hier. Wie gesagt, schaut mal in die Beschreibung nach rein. Da habe ich, oh Gott, jetzt mache ich hier alles kaputt. Da habe ich euch das Video von Mega The Gaming verlinkt. Man kann hier übrigens auch noch verschiedene andere sich aussuchen. Ja, also ich kann es jetzt mal. Na, guck. Scheiße. Okay, das ist. Ah, ja, danke. So, hier seht ihr das, ne? Also von verschiedenen Trucks kann man sich da die anzeigen lassen. Das ist jetzt die ganz stumpfe, nur die Kilometeranzeige, aber gut. So, wie gesagt, schaut in die Beschreibung, klickt auf den Link und guckt euch das Video an bei Mega The Gaming. In diesem Sinne, Dankeschön, tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, während mein Tablet hier gerade im Dreieck springt. Fertig! So, alles klar. Boah, ey, scheiße, guckt euch... Da! Aber voll erwischt. Krass, Mann. Auch richtig dick geworden. Oh, das juckt jetzt richtig. Oh, okay, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. 23 Minuten rum. Haut rein, Freunde. Wenn ihr übrigens mehr davon sehen wollt, ne, von Euro Truck Simulator, Flight Simulator, Omsi, Train Simulator, ne, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich gerne auf ein Feedback von euch, auch wenn es eine richtig scheiße negative Kritik ist. Und ich mich rechtfertigen muss. Aber hey, nobody is perfect. Also, haut rein, ihr zum dritten Mal. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.